Schau mal, die Chantal sitzt hier in der Ecke rum. Ey, wetten, dass sie mir einen abkriegt. Klar. Ey Mädels, könnt ihr mal kurz den Ball rüberwerfen? Der Thomas sieht echt gut aus und wie der es spielt. Der kann ja auch jede kriegen. Im Gegensatz zu der Chantal schon. Ey, guckt euch doch mal die Chantal an. Die sitzt schon wieder da alleine rum. Ey, mit der will echt keiner was zu tun haben. Chantal ist voll die Nullnummer. Wenn du die rumkriegst, bekommst du von jedem von uns 15 Euro. Na, wie sieht's aus, kleiner Prinz? Traust du dich? Naja, Leute, ist eine harte Sache hier. Na gut, ich würde sagen, für 20 mehr würde ich's machen, oder? Plus, plus 20, wenn du sie beim Ausziehen filmst. Aber wenn du kneifst, dann gestehst du mitten auf dem Schulhof deine Liebe zu Chantal. Kein Ding, oder? Die angel ich, ey. Okay, dann Hand drauf. Klar. Ja, Mann. Hey, darf ich mich zu der Frau mit den schönsten Augen setzen? Nein, ich glaube, die sitzt da hinten. Hey, nein, ich meine dich. Hast du eigentlich keinen Muskelkater? Nein, wieso sollte ich denn? Naja, weil du mir die ganze Nacht durch den Kopf gegangen bist. Aha, sehr witzig. Mach dich doch nicht über mich lächerlich. Hey, nein. Ich meine es ernst. Hättest du nicht mal Lust, dich mit mir zu verabreden? Nein, lieber nicht. Was? Lass mich doch nicht so hängen, Chantal. Die Pause ist rum. Ich muss jetzt gehen. So, im nächsten Schritt versuchen wir, das bereits bekannte Verfahren einmal anzuwenden. Das heißt, wir möchten ein Gleichungssystem lösen. Psst, ey, Chantal. Was denn, Thomas? Gehen wir heute Mittag ins Kino und danach zu McDonald's was essen, ja? Es geht nicht, dass ihr hier schwätzt, wir haben Unterricht. Ja, ja Herr Maler. Und, was sagst du, Chantal? Überlegst du gut, ja oder nein? Ich muss mir noch überlegen. Ich kann die Prügelstrafe hier auch wieder einführen. Ja, ja Herr Maler. Hey Chantal, du auch hier? Was ein Zufall. Ach ja, was machst du denn hier? Wahrscheinlich dasselbe wie du, oder? Schlittschuhlaufen. Das will ich ja auch. Chantal, darf ich dich mal was fragen? Hast du dir eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Haha, sehr witzig. Hey, kannst du mir die Richtung zeigen? Das ist doch nicht so schwer, du musst doch nur hier im Kreis rumlaufen. Nein, doch nicht die Richtung. Ich meine die Richtung zu deinem Herzen. Hey, Chantal, warte mal. Hey, hast du es dir jetzt nochmal überlegt wegen unserem Treffen? Ich meine, komm schon, wir müssen uns einfach mal treffen, Chantal. Bitte. Na gut, wo gehen wir denn hin? Thomas, hast du meine Tabletten besorgt? Ja, habe ich, Oma. Warte kurz, ich hol sie dir. Da, deine Beruhigungstabletten. Oh, was würde ich nur ohne dich machen, mein Junge? Ach hier sind die Schlüssel, bevor ich es vergesse. Ich besuche doch meine Freundin in Köln. Würdest du auch meine Pflanzen denn gießen? Ja, kann ich machen, Oma. Für dich mache ich doch alles. Du wirkst so fröhlich. Bist du etwa verliebt? Nein, wieso? Wirklich nicht? Mm-mm.
Und was ist Oma? Wie auch immer. Bleib brav, mein Junge. Ja, klar, mach ich. Ey, Thomas, Digga, was geht ab? Hm. Was mit Chantal? Ja, nee. Ey, das mit Chantal wird nix. Ja, wie, das wird nix? Denk an deinen Wetteinsatz. Oh, die mag doch nicht. Ja, du hast nur keine Eier und keinen Bock auf die Wette, hab ich recht? Und denk an deinen Wetteinsatz. Chantal, ich liebe dich. Leute, gib mir nur eine Woche, dann hab ich die klar gemacht, okay? Aber ohne Video ist nix. Was ja, Mann, ich weiß doch. Wenn du da fertig bist, bist du ja Frau auf der Welt, okay? Ja, Mann, Digga. Hättest du vielleicht morgen Abend Lust, zu meiner Oma zu kommen? Die ist nicht da, wir hätten also sturmfrei. Wir könnten lernen. Ja, gerne. Wo wohnt sie denn? Weißt du, wo Leon wohnt? In der Parkstraße da. Oh, bei Leon, nicht stimmt. Leon, in deiner Wohnung. Ruhe, Mann. Ich will den Film sehen. Zwei Häuser weiter unten, meine Oma. Ich freue mich schon. Du hast nur keine Eier und keinen Bock auf die Wette, hab ich recht? Und denk an deinen Wetteinsatz. Chantal, ich liebe dich. Hey, Chantal! Hey, Thomas! Ja, komm noch rein. Ja, gerne. Schön warm hier, ey. Ja, das stimmt. Hey, hey, nein. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Ich erklär's dir irgendwann mal, Schatz. Ja, aber wieso? Warte kurz mal. Gleich wieder, ich bei mich. Oh mein Gott! Ey, Thomas, Bruder, was geht ab? Chantal auf dem Sofa meiner Oma knallen, Mann, das geht, okay? Echt jetzt? Ja, nee, du Depp, das ist Ironie. Und damit du mir das auch glaubst, film ich alles, okay? Thomas, ich glaub nicht, dass du was machst! David, warte mal kurz, ja? Chantal, jetzt warte doch mal! Nein, Thomas, du blöde Sau! Das mit der Wette wollte ich dir doch erzählen! Was? Ich bin ein Opfer von einer blöden Wette geworden? Chantal, ich liebe dich doch wirklich. Das mit der Wette wollte ich doch beenden. Nein, das Thomas, es ist aus. Ich wollte die Wette doch beenden. Ja, toll. Ich rede nie wieder ein Wort mit dir.
Ja.